Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 18. Folge zu Alex. Ich bin jetzt dabei, eine Quest zu machen, die viel zu schwer für uns ist, aber hey. Ich gehe jede Herausforderung an. Hups. Wo sind die jetzt eigentlich hier? Oh, oh. Wo sind wir jetzt hingefallen? Okay. Jetzt ziehe ich weiter. Banditen. Ha. Wir müssen da tatsächlich vorbei. Deswegen renne ich hier durch. No. Oh Gott, die haben Schusswaffen. Oh mein Gott. Wahnsinnig. So. Okay, wir sind gleich da. Nein. Wie sehr ich das hasse. Oh mein Gott. Der Checkpad wird nicht aktiviert, ist das Problem. So lange in Rot ist. Wenigstens ist der Speicherpunkt in Ordnung. Wir schaffen es jetzt durch, ohne Schaden zu bekommen. Okay, oder rennen einfach gar nicht. Hallo. Du wirst mich noch kennenlernen. Du lernst mich gleich kennen. Alter, da kann man sich mit der Pfeife vorbeigeschossen hier. Ich hätte auch gerne mal eine Schusswaffe. Ich habe sicherlich schon eine Menge Munition. Ein Verlorener. Ich wollte zum Glück hier eh nicht vorbei, da ja. Okay, schön, wie gut man hier rüberlaufen kann. Bin ich begeistert. Stimmt, wir hatten ja diese komischen Geister gehört. Ich will nur kurz nachgucken, ob wir es schaffen können. Mehr will ich ja nicht. Ob es da irgendwie einen Prozentsatz gibt's. Dich hole ich mir. Oh. Okay, vom Schaden her wäre es möglich. Ja, chill doch mal. Ah, das ist cool, wenn man keine Ausdauer generiert durch ihren Angriff anscheinend. Das ist ja bezaubernd. Es ist machbar. Es ist machbar. Es wäre nur angenehm. Och, Digga, dieses Speicherpunkt in Alex, ne? Ich weiß nicht wieder, welcher Praktikant auf Dirk kam. Sie aber auch immer so behindert zu platzieren. Kann ich dich vielleicht einzeln rauspieken? Hä, wie schießt der denn? Alter. Man merkt es so krass, dass es das Spiel von den Risen-Machern ist. Man merkt das so krass.
Weil kein Spiel in diesem Jahrhundert hat so eine behinderte Kampfsteuerung wie damals in Risen, Alter. Das ist zum Kotzen. Ja, natürlich ist da wieder einer. Cool, seit 5 Minuten mache ich gerade nichts außer sterben. Da konnte ich so gesehen eigentlich auch die Folge wieder einfach löschen und neu anfangen. Würde keinen Unterschied ergeben. Wie gesagt, vom Schaden her schaffe ich die Banditen ja. Das ist halt nur diese Anzahl von denen. Das ist halt das Schwierige. Danke dafür. Ah ja. Jetzt weiß ich auch, woher es kommt. Ja, moin. Spinnen gibt's ja auch noch. Ja, natürlich haben die eine Fernkampfattacke. Warum auch nicht? Wäre dumm, wenn sie keine hätten. Okay, lass uns einmal speichern. Was ist damit? Das wäre, glaube ich, ein bisschen erträglicher. Junge, was ist denn los mit dir? Jetzt aktiviere doch dein scheiß Checkpad. Da, mehr wollte ich nicht. Warum sehe ich jetzt nur einen? Es wird hier niemand angegriffen. Was? Wie finde ich den Auto-Aim von den Gegnern? Ach, ich finde den ganzen Ordner. Ist fair. Oh, ein Schild. Aber ich habe ein Schild aufgehoben. Ah, fehlt leider. Das Leben dafür. Alter, leckt's gerade. Ja, moin. Vielen Dank dafür, Spiel. Mir nochmal in den ganzen Halbbalken ab. Hilf. Gegner haben alles. Granaten, den ganzen Quatsch. Lass mich bitte gehen. Geil, jetzt wurde mein Haltrang unterbrochen. Lang. Ah, Digga, was ist denn los mit mir? Ich lag jetzt auch nur noch vorbei, oder was? Der Vorbeischläger. Charakter braucht halt so lange zum Ausholen, ist das Problem. Er blockt natürlich. Natürlich. Okay, schon mal einer weniger. Ich
Digga. Wie deren Schläge meine Schläge immer unterbrechen. So, zum Glück kostet das ja nur 6 Heiltränke, um die zu töten. Ich fühle mich sogar gemobbt, ey. So, zum Glück sind ja nur Heiltränke nicht so wertvoll, dass ich davon mal eben so easy 7 rausballern kann für 3 scheiß Gegner. Kotzen, ey. Keine Spur von den Alps. Machen wir so. Von ihre Schläge ist halt dieses. Es ist halt dieses typische Rollenspiel. Deren Schläge unterbrechen meine, aber meine unterbrechen nicht ihre. Es ist so. Ich glaube, man muss es nicht verstehen. Ich habe einen Bogen bekommen. Beide sind geil, muss ich sagen. Aber ich kann sie nicht tragen. So, kurz alles vergleichen. Oh, da würde sich viel Schaden machen. Aber ich hab's nicht. Ist schon in Ordnung, Geist. Ich plündere dich einmal. Hätten die einen Totenkopf gehabt, wäre ich gegangen. Also so nicht, ne? Dass sie aber keinen hatten. Dieses. Okay. Alter. Was ist denn heute los mit dem Game? Das ist ja unfassbar. Total am Reinbrüllen hier. Ich komme nicht mehr durch. Die Straßen sind komplett dicht. Überall Leute. Was ist das? Da hinten hat sich ein Mob zusammengetan. Was? Das sieht übel aus. Ich muss Schluss machen. Was für ein Geräusch. Scheiß Rassel. Ja, ich schiebe ja Panik. Das war wohl nicht. Scheiße. Ne, so, so. So, ne, so, so. So. Mist, das war mein letzter. No! Oh Mann. Wieso konnten sie nicht einfach dieses Schloss knacken wie bei Skyrim reinmachen? Mittlerweile hergeben. Ein Meteor. Als ob in den nächsten Monaten wirklich irgendwas passiert. Erst mal abwarten. Bald geben sie bekannt, dass es eine Fehlmeldung ist. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Wir lassen die Kinder in der Schule. Heute Abend wird der ganze Spuk wieder vorbei sein. Ja, natürlich. So. Dann, ich sagen, gehen wir weiter. Eine haben wir noch. Du hast einen Totenkopf. Ich erinnere mich an dich. Du hast mich schon mal so fertig gemacht. Tschüss. Kann ich hier drauf laufen?
Warte mal, ich meine, hier gäbe es eine. Ein so ein Teil. Genau, hier unten. Der recht links von mir auf der Straße. Soll es ein 1 geben. Irgendeins, was nicht so bewacht wird. So, hier unten angeblich dann. Lass mich mal kurz gucken, ne? Okay, links von mir. Da oben vielleicht. Ah, da. Was bist du denn? Eklig, Alter. Das Problem ist, ich merke schon, ich soll hier nicht mehr sein. Wenn ich mir so angucke, was mich zukommt. Hallo? Die Frage der Frage ist natürlich, sind sie feindlich gesinnt? Nezul. Puh, er hat einen Namen. Ich versuch's erstmal auf dem diplomatischen Weg. Hey. Halt, keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezul, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax, aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist exekutiert worden. Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Hm. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Ich heiße Jax. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Hey. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Hm. Du bist jetzt ein Abtrünniger, wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Ich will einfach keinen Ärger mit euch. Ich will meine Rache kriegen. Nein, der Direktive ist Folge zu leisten. Also doch eigentlich auch den Elexitoren. Nein, der Direktive ist Folge zu leisten. Also doch eigentlich auch den Elexitoren. Dann ist dein Weg nicht der unsrige. Obwohl sie dich töten wollten, bist du immer noch auf ihrer Seite und damit unser Feind. Dich mache ich lang! Okay, ich gleich hab ein bisschen den falschen, Dialog gewählt. Oh. Okay. Versuchen wir es mit dem anderen Weg. Aber gut zu wissen. Ich heiße Jax. Jax. Halt. Was? Aber. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch.
Nun gut, ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen, Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexitor Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Sarkor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexitor Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexitoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexitoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexitoren. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Stimmt. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen. Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein. Wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Ich sag mal das nicht, weil dann ist er böse auf uns. Sieht ganz so aus, als hättet ihr keine andere Wahl. Offenbar. Dann hoffe ich für dich, dass du ebenfalls die Wahrheit erkannt hast. Denn wenn nicht, werden wir uns deinen Kopf holen. Wann habt ihr Lexator Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die Freien gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Was macht ihr hier in Edan? Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Ich weiß, der Elex-Entzug ist hart. Alles ist neu. Ungewohnt. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag,
Wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, das ist cool, muss ich sagen. Jax, okay. Ich schau mal ganz kurz nach, ob es hier einen Teleporter gibt. Ja. Oben in dieser Fabrik. Das werde ich uns jetzt aber mal nicht nehmen. Der Unterhändler. Genau, dann machen wir das mal. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.